Ich zeige dir in diesem Video verschiedene Möglichkeiten für Randmaschen. In den bisherigen Videos habe ich ja immer die erste und letzte Masche einer Reihe, egal ob auf der Rück- oder auf der Vorderseite, als rechte Maschen gestrickt. Und das ergibt so einen gleichmäßigen Knötchenrand, der sich auch gut zum Vernähen eignet. Also der Knötchenrand entsteht, wenn du in jeder Reihe auf der Vorderseite und auf der Rückseite die erste und die letzte Masche jeweils rechts abstrickst. Ganz unabhängig vom Muster, also egal welches Muster du strickst. Erste und letzte Masche immer rechte Maschen auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Der Knötchenrand gelingt eigentlich immer, es ist ein fester, gleichmäßiger Rand. Aber viele Menschen bevorzugen einen Kettrand, der vielleicht hübscher aussieht. Und auch der ist gar nicht schwer. Beim Kettrand strickst du die erste Masche immer rechts. Dann kommt nun das Muster. Hier sind es rechte Maschen. Und die letzte Masche wird immer links abgehoben. Also wie zum Linksstricken den Faden vor die Masche legen, aber nur abheben, nicht abstricken. Einfach nur auf die Masche auf die rechte Nadel heben. Und ganz genauso auf der Rückseite die erste Masche rechts abstricken, egal welches Muster dann kommt. Dann dem Muster entsprechend weiter stricken. Hier sind es linke Maschen. Und auch auf der Rückseite die letzte Masche dann wieder links abheben. Also wie zum Linksstricken beginnen, aber nicht abstricken, sondern nur die Masche auf die rechte Nadel heben. Mir gelingt ja der Kettrand nicht so gut, weil die Maschen sehr locker werden. Daher bemühe ich mich bei den ersten zwei Maschen und bei den letzten zwei Maschen dann besonders knapp zu stricken. Also nicht ausholend, keine langen Fäden ziehen. Und aus diesem Grund verwende ich einen kleinen Trick. Wir schauen uns das mal an. Also da sieht man sehr schön den Unterschied zwischen dem Knötchenrand und dem Kettrand. Mir ist er aber immer noch ein bisschen zu locker und daher wende ich noch eine andere Methode an. Vor allem werden die Maschen bei mir auch auf einer Seite sehr viel lockerer als auf der anderen Seite. Wenn es dir auch so geht, dann kannst du Folgendes machen. Du kannst hier übrigens auch einfach die Reihen zählen. Jede Kette am Rand entspricht zwei Reihen. Hier die andere Seite, du siehst, ist ein bisschen sehr locker. So, was wir dagegen tun können. Wir stricken einen Kettrand, aber mit einer verschränkten ersten Masche und mit einer verschränkten letzten Masche. So, also genau wie vorher, aber wir stricken die erste Masche nicht wie üblich rechts ab, sondern rechts verschränkt. Das heißt, wir stechen nicht von vorne links in die Masche ein, sondern von rechts in den hinteren Faden der ersten Masche. Arbeitsfaden durchholen, das war eine verschränkte rechte Masche. Im Muster weiter stricken, ganz normal. Und am Ende wieder genauso. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die letzte Masche wird links abgehoben, aber verschränkt. Das heißt, von links hinten in den hinteren Faden einstechen und die Masche nur abheben. Das heißt, du verdrehst die Masche einfach. Also immer die erste Masche rechts verschränkt abstricken und die letzte Masche links verschränkt abheben. Und du siehst hier gleich deutlich einen Unterschied. Also auch bei mir werden hier die Randmaschen deutlich kleiner und straffer. Also nicht so locker wie vorher, besonders auf der anderen Seite, wo sie bei mir wirklich unschön locker werden, sieht das nun sehr viel besser aus und es entsteht ein schönerer Kettrand.